Ladies, Gentlemen und Sonstiges, herzlich willkommen zum nächsten Part von GameCorp DX. Ja, ich habe gestern den ersten Part, heute habe ich den ersten Part hochgeladen und keine Ahnung, wie weit ich jetzt bin, ich bin schon ziemlich weit auf jeden Fall. Und wir starten direkt, ich wollte einfach unbedingt weiter aufnehmen. Ich habe gerade echt, das Spiel, das fesselt mich gerade zu sehr und ich möchte es einfach richtig gerne let's playen. Deshalb, auf geht's. Sehr 83 Mille, ey. Stell dir vor, ich hätte so viel auf dem Konto, ey. Das ist geil. So, wir gucken mal. Project-Statistiken. Mega Man Racer. Ja, okay. Das verkauft sich wirklich fantastisch. Mega Man wird nicht mehr verkauft. Ja, 30 Euros. Monopoly, Combat Portal. Also, auf jeden Fall schon ganz gut, was hier abläuft. Ja, also wir haben echt richtige Verkaufszahlen, hier sieht man's. Und ich habe geguckt, man muss immer nachgucken, um halt alle Erfolge jetzt natürlich freizuschalten. Studioinfos, okay. Hier, genau. Ah, scheiße. Er ist in San Francisco. So, man kann auch was von der Bank holen, deshalb holen wir auch was ganz Kleines. Rumi von der Bank und wir haben dann hier was Gutes. Das ist eigentlich jetzt, keine Ahnung, hier Most Productive Studio. Hier sehen wir auch alle unsere Awards. Wir haben da Verkaufsboost, Qualitätsboost. Aha. Okay. Na egal, komm, jetzt, wir sind jetzt sowieso beim Spiel vom Plop anwickeln. Und ja, das soll natürlich ein tolles Spiel werden, so klar. Und das andere ist. Ah ne, wir haben kein anderes Projekt. Scheiße. Gucken wir mal nach. Komm, machen wir nochmal ein Medium-Game. Und zwar Adventure, okay. Horrorspiel. Wie ein Horrorspiel. Ja, okay. Warum nicht? Können wir gerne gebrauchen immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, scheiße. Clark muss er noch verbessert werden. Der kann der Clark, den werden wir auch dann schon mal ein bisschen helfen. Dass er mal schon direkt bis ans Storywriting mal geht. Und da kann ich auch Kunst gehen. So. Tack, tack. Perfekt. Macht mal schnell ein schlechtes Spiel. Und dann hätten wir schon wieder. Ja, komm, das Spiel muss jetzt mal gleich fertiggestellt werden. Super. Ach, ich feiere das Spiel einfach. Das ist geil. Ich liebe so welche Art von Spiel. Und GameCop DX ist auch wirklich. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Das ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ja, das natürlich muss richtig die Werbetrommel rühren von unserem Megaboy Plop. Jetzt kommen jetzt, machen wir schon wieder, wir machen jetzt mal ein Medium Adventure Game. Daysim, okay. Los, 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 los. Tack. Boah, da haben wir jetzt auf jeden Fall dickst auf Storywriting gesetzt. Jawohl, jetzt wird noch ein krasses Spiel entwickelt. Das könnte ich doch mal so ein Medium Game als kleines Spiel. Machen wir ein kleines Simulationsspiel. Und zwar den YouTube Simulator 2. Ja, also der. Das hat jetzt auch noch Vlogs drin. Das wird richtig krass, kann ich euch schon mal sagen. Okay, da muss der gut auf Code gehen. Tack. Tack. Ah, keiner ist im Storywriting. Wir haben auch keinen für die Story. Scheiße. Nee, okay, den ist es bescheuert. Wenn wir hier nichts auf Story gehen, bescheuert einfach. Okay. Ja, der eine, der kaut sich die Eier, glaube ich. Hier wird die negativen Sachen dann auch bei dem Typen hier rausgefischt. Okay, wir haben das nächste Spiel. Defense Attack. Das ist so ein kleines Spiel, das ist jetzt nicht so das Beste. Wieder ein kleines Spiel, damit der auch schnell hier abgegradet wird. Natürlich sehr wichtig. Oh, da brauchen wir einen Künstler, stimmt. Tack, tack. So. Ich möchte natürlich direkt die Leute perfekt auf Erfahrung setzen. Die sollen gut erfahren sein. Das wäre natürlich umso besser. Ja. Und das negative Zeug ist auch bei dem weg. Ja, komm. Jawohl, der war dicks fett in die Matrix drin. Den Jim, der wird jetzt hier mal das Negative rausgenommen.
So, Daysim. Okay. Okay, da haben wir hier nochmal. Jetzt können wir ein paar trainieren. Wir können kein trainieren mehr. Okay. Supi. Ja. Okay. Dauert noch ein bisschen. Aber 9 Mille, ey. Wir sind. Ey, unser Gaming Studio Star Games, das hat so viel Geld einfach. Wir sind reich. Wir sind einfach reich. Leute, das ist krass. Nee, dich brauchen wir nicht mehr. Haben wir jetzt mal. Neues Spiel, komm, machen nochmal ein Adventure Game. Gunjust, ja. Damit der jetzt mal auch ein bisschen verbessert wird. Ist mir natürlich sehr wichtig. Noch ein Künstler, genau. Tak, tak, die trainieren wir darauf. Wir haben da noch jemand für eine Story. Das heißt, wir machen nochmal ein Adventure Game. Den hier. Noch mehr da. Und dann nochmal für Grafik und Sound brauchen wir auch noch jemand. Da machen wir es lieber so. Ein Horrorspiel machen wir. Wir haben ja Gott sei Dank die Engine dafür. Wir brauchen jemand für die Story. Nee, scheiße, dann machen wir es so einfach, wenn ich ehrlich bin. Künstler wieder, Künstler so. Und tak, tak. Wird schon schief gehen. Okay, was können wir jetzt noch machen? Wir haben dann noch jemand für Kunst. Puzzle Game, Justice Flash, klar, hier, tak. Tak. Dann jemand für die Engine, tak, tak. Das wird jetzt mal alles schnell gemacht. Natürlich, wir haben nicht genug Tische, aber das ist ja halb so wild. Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen hier Training. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfekt, wir können jetzt gleich schon einen AAA-Titel entwickeln. AAA. Ja, natürlich Daysim, das ist sehr gut. Das Spiel auf jeden Fall. Wir können direkt schon das nächste Großspiel reinzimmern, wenn ich ehrlich bin. Und zwar ein Horrorspiel, Ahoy Frozen. Tak, 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 tak. Tak, Sound. Da holen wir auch ein paar für Sound nochmal rein. Für die Engine, glaube ich, hole ich mal einen rein. Für Grafik. Ja, Sound habe ich 4 Leute, gell? Ja, Sound habe ich 4 Leute. Ja, Story hole ich nochmal so ein paar. Und dann hole ich nochmal für Grafik auch mal nochmal einen. Perfekt. So, wir produzieren auf jeden Fall gute Spiele, viele Spiele vor allen Dingen, also wir haben echt keinen Mangel. Okay, das Negative wird von dem weggelatzt. So, komm, mach schnell das Spiel fertig. Wir sind auch in der Pre-Production. Fahrtag haben wir jetzt auch, perfekt, locker flockig. Schütten wir mal aus dem Ärmel raus. Okay, können wir jetzt mal hier, wir können den immer noch nicht trainieren. Gucken wir mal nach. Hier, Horror. Ja, klar, nochmal so ein kleines Horror-Game. Genau, brauchen wir den hier und wir brauchen den da. Kannst mal schön wieder auf Sound gehen. Wird umso besser werden, das Spiel dann. Und wir brauchen noch jemand für die Puzzle. For Puzzle. Puzzle Musel. Tak, tak. Dann noch jemand da. Tak, tak. Aber der Goof Ray, der ist ja total scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Dem muss man... Hä? Maximal nochmal auf... Ach so, okay. Ja, okay, wir können es nicht. Wir müssen warten einfach. Und wir warten. Und warten. No, haben wir gar nichts, genau. Ja, die Spiele werden hier ganz gut produziert, muss ich sagen. Schütten wir perfekt aus dem Ärmel raus. Okay, jetzt können wir auch diesen. Ja, Jim. Der Jimmy. Hier, Goof Ray, der muss hier. Das Negative muss hier weg, wenn ich ehrlich bin. Und wir trainieren jetzt beide mal. Ah, der hat schon fast die volle Erfahrung. Und Jim B, der muss jetzt auch mal ein bisschen jetzt besser werden. So. Justice Flash. Haben wir jetzt auch mal. Super. Und.
Und ja, da ist alles super, fertig. Ahoi Frozen wird jetzt mal gut produziert. Geil, okay. Wir müssen auch bald mehr Leute hier einstellen. So, wir haben drei Tische reichen, wenn ich ehrlich bin. So, Plain Cash. Nee, das ist was Kleines. Nee, das braucht auch nicht so viel Aufwand. Aber bei Frozen werden wir jetzt mal gut produzieren. Super, wir haben wieder ein tolles Spiel entwickelt. So, was kommt als nächstes? Kommen wir auch als ein Shooter, Medium. Cure Planet. Okay, komm, haben wir jetzt. Die müssen richtig warm werden hier, Leute. Gift Angry, okay. Tack. Ja, also die Engine ist schon wichtig. Ach, wir machen jetzt alles ausgeglichen, wie ich bin. Können wir. Wer ist hier nicht so erfahren? Okay. Den können wir dann schon. Nee, wir holen. Statt dass wir da jemand holen, holen wir vielleicht nochmal einen hier. Noch einen hier, wie ich ehrlich bin. Egal, wenn das Spiel jetzt nicht so gut wird. Ist ja kein Problem. Die sollen wenigstens was lernen. Bisschen Erfahrung sammeln, das ist ja das Wichtigste. Jetzt mal Micro-Project. Okay, die sind ja alle voll erfahren, das ist super. Also, perfekt. Die beiden, die werden trainieren immer schön. Der ist jetzt schön da drin. Der Goofray, der Versager. Jawoll. Da gucken wir jetzt mal Goofray rein. Der macht da... Der wird schon ein guter Mitarbeiter, der. Gift Angry, das ist in der Pre-Production, das ist auch ein gutes Spiel geworden auf jeden Fall. Also wird ein gutes Spiel auch vor allen Dingen. Ja, alles super. Die chillen mal schön ihre Eier. Ich kann mal schon ein kleines Projekt wieder machen, ne? Mach ich mal ein kleines Racing Game. So, ja, okay, dann holen wir den hier mal rein. Den. Machen wir jetzt mal. Ja, scheiß drauf machen. So ist kein Problem eigentlich. Das muss jetzt auch nicht die krasse Quali haben. So. Und hier. Ne, wir können kein trainieren mehr. Scheiße. Da. Enhancement, okay. Also, die schreiben jetzt ihre Spiele ganz gut, muss ich sagen. Und ich möchte auch gerne eine tolle Erfahrung für die Leute jetzt. Einsammeln. So, okay, das Negative ist komplett weg. Das ist super. Wir haben jetzt echt ein sehr gutes Studio entwickelt, muss man so sagen. Wir haben auch ein gutes Budget hier. Alles wird abbezahlt. Wir schaffen es auf jeden Fall. Also, wir werden das Spiel, glaube ich, ganz gut durchspielen können. So, ohne Probleme. Gift Angry, jawohl, komm ins nächste Spiel. Raus! Perfekt. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Medium Game, Rollenspiel. Nee. Ich möchte dann später eine Simulation auf jeden Fall machen, aber ein Rollenspiel ist auch nicht schlecht. Ja, komm, wir machen jetzt das hier wieder. Ich nenne es jetzt einfach so. Nochmal. Okay. Goofray, das ist ja der Typ hier, den will ich gerne mal reinsetzen. Der kann nicht so gut schreiben. Scheiß drauf, tun die mal rein, damit man die so Erfahrung finden kann. Ja. So machen wir es mal. Ein bisschen Erfahrung sammeln, mal gucken, wie es geht. So, gucken wir mal hier nach. Okay, wir können alles perfekt trainieren, perfekt. Frankie, der kann mal da rein. Der kann mal schön die Matrix abtauchen. Neues Projekt. Mal gucken, was es jetzt noch gibt hier. Okay, die sind alle erfahren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mitarbeiter. Einer fehlt. Scheiße. Da können wir aber zwei kleine Projekte auf jeden Fall machen. Oder, ja, kleine Projekte, stimmt. Wir machen dann nochmal Mega Man Racer 0.5. Scheiß drauf, wir nennen es jetzt immer so. So, tack.
Und wir machen jetzt auch mal einen kleinen Strategiespiel. Wir nennen es jetzt mal. Command und verliere. Ist das neue Spiel. Tack, 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 tack. Nee, nicht so, du Schmock. Genau, so muss es sein. Raidcore haben wir jetzt auch mal. Okay, ist auch gut angekommen. Aber ein bisschen knapp, fand ich. Horrorspiel. Okay, ich will mal ganz gern gucken. Wir können Clark trainieren. Okay, das ist sehr schön. Der soll jetzt auch mal weiter trainieren. Und dann können wir gleich mal ein großes Spiel machen. So. Tak, tak, tak. Der Last Guardian wird jetzt mal schön entwickelt. Ja. Ach, das ist so schön, wie die da auf diese Computertasten draufhämmern. Dieses Geschrei der Mitarbeiter ist einfach wunderschön. Okay, wir haben das jetzt. Ja, Frankie, der muss nochmal hier rein. Super. 10 Mille plus. Aha. Und der Last Guardian wird auch sich ganz gut verkaufen. Nochmal. Jawohl! Wir haben jetzt nochmal einen Erfolg freigeschaltet. Und ja, was kommt jetzt? Mega Man Racer 0.5 wird jetzt auch mal gemacht. Command und verliere Mega Man Racer. Was will ich jetzt machen? Ich kann auch ein bisschen warten. Weil ich glaube, alle haben jetzt bei mir Erfahrung, oder? Nee. Der nicht, der nicht, der nicht. Okay. Dann machen wir wieder mal ein Small Project, mit Spiel oder Medium, genau. Ein Horrorspiel. Wo wir den. Natürlich ein paar Storywriter brauchen wir auch noch. Den hier. Den hier und. Noch jemand für die Engine? Nee, für die Engine brauche ich nichts. Schon noch jemand für dafür. Für Sound. Ja, okay, das ist super. Das würde gehen. Mach mir ein schönes Spiel. Okay, der Mega Man Racer wird sich auch ganz gut verkaufen, stimmt. Komm, wir machen direkt, weil ich so lustig bin. Nochmal Mega Man Racer. Racer 0.5. Small. So. Von den fast gleichen Typen. So, nochmal ein kleines Projekt. Wir machen dann nochmal ein Puzzlespiel, wenn ich ehrlich bin. So. Oh, fuck. Nee, wir haben keinen Künstler. Scheiße. Oh, das ist ein bisschen schwul. Also, nichts gegen Schwule, meine lieben Freunde. Das sage ich jetzt einfach nur so. Okay, das Strategiespiel haben wir jetzt auch mal entwickelt. Ist ein cooles Spiel geworden. Super. Freut mich sehr. Jetzt können wir ein Puzzlespiel entwickeln. Jawohl. Tak, 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 tak. Los. Oh, wir haben da schon. Ach, scheiße, der Frankie ist nicht komplett fertig. Wir haben Feierabend jetzt schon wieder. Oh, wir haben November 2021. Super. Ja, komm, der muss noch ein bisschen in die Matrix abtauchen. Und jetzt sind wir fertig damit. Okay, wir haben jetzt die negativen Sachen jetzt komplett rausgefischt. So. Hazard Picks. Okay, fertig. Wieder 12 Mille plus. Okay. Ich würde ein bisschen noch warten, bis die Spiele jetzt vollkommen fertig sind. Das ist wieder fertig. Enhance. Okay, können wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt auch wirklich fertig. Ich glaube, die haben jetzt auch voll Erfahrung getankt, oder? Gucken wir mal nach. Nee, Frankie, ey, du Mettwurst, Alter. Mal ganz im Ernst. Wir brauchen nochmal ein Puzzlespiel, nochmal ein kleines Puzzlespiel wieder. Oder nee, ein Micro-Puzzlespiel, das ist doch viel besser. So. Ja, klar, so machen wir es wieder. Weil so geht es doch viel schneller.
So, besser? Besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Hazard Picks fertig, das ist super. Jetzt Bitfarm, mal gucken, ob das jetzt auch sich gut verkaufen wird. Okay. Ich möchte mal jetzt gern gucken, haben wir jetzt... Ach! Wir müssen ein Kunstspiel entwickeln, auf jeden Fall nochmal. Ein Puzzlespiel. So, noch ein paar da. Mach jetzt mal ein Kunstspiel. Und was gibt's hier noch? Ein Adventure war da auf jeden Fall noch. Und dann brauche ich noch ein Horrorspiel. Auf jeden Fall. Ein Horrorspiel kommt auch noch drin vor. So. Und noch ein Horrorspiel. Justice Death. Okay, warum nicht? Why not? Tack. Und dann noch was mit guter Story will ich auch mal gern drin haben. Nee, so krass brauchen wir jetzt nicht. Machen es jetzt so. Ein paar Micro-Projects. Und wieder Feierabend. Das ist auch mal ganz toll.